Ich bin in den Krieg gezogen, um Gott nahe zu sein. Ich war bereit, für Gott zu sterben. Ich wollte Gott nahe sein, um in Frieden zu leben. Mein Name ist Ali Dini, ich bin aus dem Iran. Ich war Krieger für den Islam im ersten Golfkrieg. Danach wurde ich Verbrecher. Im Krieg war ich Fahrer. Ich lieferte Munition und Bomben an die Front und brachte die Toten zurück. Viele Tote, sehr viele Tote. In der Stadt Halabdscha habe ich die Seele des Todes gesehen. Wer ist dieser Gott, der tote Kinder, Frauen und Männer möchte? Als ich aus dem Krieg nach Hause zurückkehre, sehe ich, alles ist eine Lüge. Ich fühle eine große Leere. Und dann denke ich, vielleicht kann mich viel Geld erfüllen. Ich werde Drogendealer. Ich stehle Geld, Entführung, Waffenhandel. Wenn du einmal mordest, kommst du in die Hölle. Bei einem Mord gehörst du in die Hölle. Bei 100 Morden gehörst du ebenfalls in die Hölle. So habe ich das als Moslem geglaubt. Ich sage keine Gnade für mich. Auf mich gehen 2 Morde. Als wir einen Drogendealer aus England entführen wollten, kam uns die Polizei in die Quere. Ich wollte sofort schießen, aber ich wusste, die schießen zurück. Und plötzlich sah ich meinen Sohn vor Augen. Das werde ich nie vergessen. Er war gerade 3 Monate alt. Wenn du stirbst, wirst du ihn nie wiedersehen. Ich berührte meine Waffe nicht. Das Gefängnis ist ein dunkler Ort. Viele leiden an Depressionen. Um die Langeweile zu vermeiden, trainierte ich Liegestütze. Das Leben von Ali Dini, Ali, einem Unsterblichen, wie man ihm auch gesagt hat, ist eine Geschichte wie aus einem Krimi. Kämpfer für Allah im Golfkrieg, Messerstechereien, Mord, Drogen- und Waffenhandel, Flucht vor der Polizei, falsche Pässe, Gefängnisausbrüche, Verfolgungsjagden, ein abenteuerliches Leben mit einer unglaublichen Wende. Vom Schwerverbrecher zum Pastor und Evangelisten, willkommen da bei uns in der GVC in Winterthur, Ali Dini und der Übersetzer Peter Christoph von AVC. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben uns sehr gefreut über euren Besuch und für die Leute hier, der Peter und der Ali sind gemeinsam unterwegs, übernachten miteinander in der Zeit, in der er da ist. Das heisst, sie leben im gleichen Haushalt und aus übersetzungstechnischen Gründen haben wir uns darum erlaubt, ihre 2 Stühle ein wenig näher zusammenzustellen. Ali, du bist im Iran geboren, dort aufgewachsen und du hast im ersten Golfkrieg gekämpft. Warum hast du dich dort zumal für das Militär gemeldet gehabt? Ich bin damals auf der Suche nach der echten Erfüllung. Und die haben nicht irgendeine Erfüllung gesucht, sondern die echte. Und ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen und der Islam war sehr wichtig bei uns in der Familie. Und darum hat meine Mutter mir immer von Gott erzählt. Sie haben mir immer beigebracht, ich muss ein Diener von Gott sein.
instrumento frecette no Boga, se ritocco di no voi natura. Drum han ich scho als chliises Kind gseit, okay, de wott ich es Werkzeug sii, de hängt vo dem Gott, und drum bin ich Krieg gezoga. Ze sto tu koga tu poch no voi natura, naste lider kaza tua es vestan no voi na. Wie wo der Krieg hat angefangen, hat unser Leiter gseit, das sigi e heilige Krieg, und da geht's um Gerechtigkeit, wo gegen die Ungerechtigkeit kämpft. Ja, scho ich no voi natura, das dignam du polnotata i de beda frecette na lach. Und drum bin ich in Krieg gezogen und die wollen in Allachs hängen und ihm dienen. Jetzt hast du alles gemacht, du hast dein Leben geopfert, hingegeben, viele gefährliche Situationen dort auch erlebt. Hast du in diesem Krieg gefunden, was du gesucht hast? Das ist Jelenia. Leider nicht. Als war nach so etwas in Nata, Papras not predi. Ich würde sagen, ich bin viel leerer zurückgekommen vom Krieg als vorher, als ich begangen. Als der sich das Ding nimmt, du, Lubovda, Sigornusta, Izenusta. Ich war auf der Suche nach der Liebe, nach der Sicherheit und nach der Annahme. Ich restuam, wie erwacht ist das Ding nimmt, du, Polnotata. Und so habe ich geglaubt, dass ich die Fülle können erreichen bei Gott. Und dann wird ich so smart. Aber dort habe ich nur Tod gesehen. Graf ist smart. Nur Blut und nur Tod. Als ich dabei das Ding nimmt, du, Polnotata, muss ich war nach Papraznot predi. Ich bin Herr und habe gehofft, ich werde die Fülle finden, aber als ich zurückgekommen bin, war ich Lehrer gewesen. Als ich gegangen. Du hast viele schreckliche Sachen gesehen, wie du gesagt hast. Und nach dem Krieg hast du entschieden, dich auf die Suche nach dem Geld zu machen, versucht, Geld zu verdienen. Und die beste Möglichkeit war Drogenhandel. Du bist in ein Leben abgerutscht und hast dann sogar einen Menschen getötet. Und darum bist du geflüchtet auf Bulgarien. Jetzt könnte man ja sagen, du hast eigentlich dort erreicht, was du willst. Du hast viel Geld gehabt. Man hat deinen Namen gekannt und man hat dich gefürchtet. Du bist in dem Sinn erfolgreich in deinen kriminellen Machenschaften. Ist das so gewesen, wie du dir das vorgestellt hast? Bist du alle der Mann, wo du hast wollen sein? Als nikoga u duschata mi ne sam bil prestupnik. In mir selbst bin ich nie ein Verbrecher gewesen. Als der sich das Ding am Kasach начал zu natei полнота, du gar mir sich через парите, через сила das Ding нам до полнота. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich bin auf der Suche nach der Erfüllung und die hat denkt, dann finde ich das halt im Geld. Ich tue aber schon gerechnet, aber du hast schon patiert. Das ist aber der falsche Weg, das ist nicht der richtige Weg. Selbst wenn wir das wirklich tun, patiert ist in der Zeit, der Dienst von Jesus Christus. Und später habe ich erfahren, nur Jesus ist der Weg, der richtige Weg, und er ist der Weg. Wahrheit und das Leben. Ne parite, ne silata. Es ist nicht das Geld und nicht die Macht. Ne можете ти помогне. Das sind Sachen, die dir nicht können helfen. Единствено от както стигнах до пътя, който почнах да ходя чрез словото, тогава стигнах до тези три неща. Und erst, wo ich das Wort lernen kenne, habe ich die drei Sachen wirklich erreicht. Любовта, сигурността и ценността. Liebe, Sicherheit und Zagnosi. Du hast gesagt, du hast dich selber nicht als Verbrecher gesehen. Hast du bereut, was du gemacht hast, oder ist das normal gewesen? Als по принцип, когато първия убийство се случи в Иран. Nach dem ersten Mord, den ich im Iran begangen. Закона казва зъб за зъб, око на око. Убил си, трябва да си убит. Das Gesetz sagt Zang für Zang, Auge für Auge. Wenn du hast tötet, dann musst du auch umgebracht werden. В моите мисли и моята погледна точка винаги моето място беше на дъното на ада. Und in meinen Gedanken und auch in meinen Augen habe ich gewusst, ich habe den Boden erreicht von der Hölle. И затова, когато мислях за другите престъпления, казвам дали прави ново престъпление или не, пак моето място е на дъното. Und darum bin ich auch weiter reingerutscht und habe ein Verbrechen nach dem anderen begangen, weil ich habe gedacht, ich habe sowieso den Boden schon erreicht, es kann nicht schlimmer werden. Als verschiedene мислях за престъпления, добре ли или лошо това. Und darum habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob irgendein Verbrechen gut oder schlecht ist. Als ich sage, nie haben спасение за мен, то ще достатъчно. Für mich gibt es sowieso keine Rettung und das hat mir gelenkt. Die Sachen, die du gemacht hast, haben dich auch ins Gefängnis gebracht. Insgesamt 14 Jahre. Wenn ich es recht im Kopf habe, sogar 4 Jahre in Einzelhaft. Was macht das mit einem Mensch, das Gefängnis? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, als ich mein erstes Urteil bekommen habe, war ich wie ein Außerirdischer.
Ну там водров затвору там на мерих нові ворозки ста нах посерйозно посерйозні ворозки се здоров. І ерш ім гефеніс бін ік но не рихтіге фербрехер ворде, ві да хані ді рихтіге бецеге уберхо. І когато сліз нах ми ванка бяхме по організирані. Und wo ik bus im gefeniis usecho z'erste mal, da han ik gwüsst, was muss ik wie organisiere, so dass ich no erfolgreicher bin. Man ist ja viel allein dort auch, vor allem du, in Einzelhaft, allein mit seinen Gedanken. Ich kann mir vorstellen, das ist kompliziert, um irgendwie da den Durchblick zu behalten, irgendwie bei Sinnen zu bleiben. Аз бях в отряд, където само и само самата в България бях в един отряд, който само бяха смъртните до животните. Eigentlich bin ich in Bulgarien im Gefängnis in der Abteilung, wo die gsi, wo lebenslängliche Urteil he übercho. Трима човека се самоубиха там, обесиха в килите. Und allein während der Zeit he drei Männer schon Selbstmord können machen, weil sie he gwüsst, es gibt keine Atmosphäre. Und die Atmosphäre, die ist so schwer gsi. Аз там управих психиката си чрез тренировка. Und gerade zu der Zeit han ich können das psychisch verkraften nur mit physischem Training. Сутринта се събуждам, пием кафето, се кусвам. Ich bin morgen erwacht, habe mein Kaffee gehabt, zum Morgen gegessen. Лисвопори, und nachher sofort Liegestütze, 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 Liegestütze. Обядцу, обядваме, почиваме, пак лисвопори. Und nachher zum Mittag, und nachher wieder die Pause, und nachher wieder die unzählige Liegestütze. 1500 лисвопори. Etwa 1500 Liegestütze habe ich gemacht, pro Tag. До падане. Und nachher bin ich zusammengebrochen. So, dann muss ich вечерта да спиме. Zum können am Abend richtig müde sein und einigermaßen schlafen. Wir haben es gehört in dem Einspieler, in dem Video. Du bist am Boden angekommen eigentlich von deinem Leben. Und dann ist etwas passiert und wir schauen kurz da drin rein. Eines Tages wollte ich mit meinen Zellenkollegen in den Gefängnisgottesdienst gehen. This church was in the prison. And never I don't. Ich werde nie vergessen, wie ich Gott zum ersten Mal gespürt habe. Beim Gebet, als wäre etwas in mich gefahren, ein wunderschönes Gefühl, so friedlich. Dann war ich jede Woche im Gottesdienst. Ich fragte mal einen Iraner, ob er etwas zu lesen hätte. Erst wollte er mir das Buch nicht geben, doch dann gab er mir dieses Buch. Wenn ich die Bibel lese, merke ich, das ist das Buch der Liebe. Schaut euch Paulus an. Paulus war ein größerer Verbrecher als ich. Ich habe zweimal getötet. Er hat Christen verfolgt. Und trotzdem hat ihm Gott vergeben und ihn zu seinem Werkzeug gemacht. Umso mehr ich in der Bibel las, desto freier wurde ich. Ich wurde frei hinter Gittern. Seit über 5 Jahren bin ich nicht mehr im Gefängnis. Ich habe den Frieden gefunden. Du bist im Gefängnis und hast dort an einem Gottesdienst teilgenommen. Wir haben ja gehört, du bist als Muslim aufgewachsen. Wieso bist du in den Gottesdienst gegangen? Ich würde sagen, dass die Iraner grundsätzlich Jesus Christus gegenüber wohlgesonnen sind. Wir haben immer wieder den Film gesehen, wie er geboren wurde, wie er gekreuzigt wurde. Und wir haben immer behauptet, er ist einer von unseren Propheten. Als ich bei den Gottesdienst gegangen bin, ich eigentlich unter dem Einfluss von starken Drogen gewesen. Ich bin für einen Drogenverkauf im Gefängnis zuständig gewesen und ich habe nicht nur Drogen verkauft, sondern ich habe sie selber immer genommen. Und ich bin in meine Zelle reingekommen und dann habe ich gesehen, wie mit
der Mitbewohner so ein israelisches Käppchen hat auf dem Kopf gehabt und hat eine Bibel unter dem Arm gehabt. Und dann hat er gesagt, er geht nicht mehr her. Was muss bitte Michael, der kommt? Dann habe ich ihn gefragt, Michael, wo gehst du her? Dann hat er gesagt, ich gehe in den Gottesdienst. Ich habe gesagt, jetzt ist doch Mittwoch, was ist das für ein Gottesdienst? Ich weiss, dass Christen normalerweise am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Am Sonntag gehen wir her, wir zünden eine Kerze an und nachher, das ist eigentlich der Besuch in der Kapelle. Dann hat er gesagt, übrigens, das sind Protestanten und darum die vier einfach an einem anderen Tag der Gottesdienst. Sie sind nicht orthodox. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben etwas von Protestanten gehört. Und ich war sowieso unter dem Einfluss von der Drogen. Und ich habe gesagt, die erste Frage, die ist in meinen Kopf gekommen, ist, hey, was sind das für Christen? Gegen was protestieren die denn? Ich habe gesagt, wenn du in den Gottesdienst gehst und eigentlich ist Jesus so einer von unseren Propheten, darum gibt es keinen Grund für mich, nicht in den Gottesdienst mitzugehen. Ich bin zur Tür gekommen und die hat gedacht, ich werde die Ikone sehen, das sind die Bilder von den Heiligen, ich werde den Priester sehen, den schwarzen Kleider mit dem langen Bart. Aber ich habe jemanden gesehen, der die Schale hatte und die Krawatte. Und dann hat er gesagt, du Michael, herzlich willkommen. Und dann hat er gesagt, freut mich, dass du da bist. Wer bist du? Ich bin der Ali. Dann hat er gesagt, ich bin der Pastor Ivodor und bist du ein Moslem? Und nachher ist mir sofort durch den Kopf gegangen, er wird mir sagen, weil du Moslem bist, darfst du überhaupt nicht da reinkommen, dabei sein. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ein Moslem, aber übrigens, Jesus ist auch einer von unseren Propheten und darum solltest du mich reingehen. Dann hat er gesagt, komm, innen. Und dann, an dem Tag, wo ich bei dem Gottesdienst war, hat der Heilige Geist mich ganz besonders berührt. Ich habe etwas gespürt während dem Gebet. Also wir haben gemeinsam gebetet und du hast ja im Video gesagt, eben, da ist in deinem Herzen etwas passiert. Wie würdest du das beschreiben? Ich wollte euch sagen, als ich bei den Gottesdienst hineingegangen bin, ich unter dem Einfluss von der Drogen, aber wirklich unter dem Einfluss von der Drogen. Ich kann euch kein einziges Wort von dem sagen, wo der Pastor hat predigt. Ich weiß nichts von dem und Mami hat nichts besinnen. Aber ich weiß, wie er am Schluss gesagt hat, und die zwei wir miteinander beten. Ich bin Romi, ich bin Serbi, ich bin Iraner, ich bin Kanadier. Es hat Leute gegeben, wo Roma waren und Serben, Kanadier, also verschiedene Nationalitäten. Und alle haben nachher ihre Augen zugetan und haben den Kopf verneigt. Und ich bin hier zum ersten Mal in einem Gottesdienst und ich dachte, ich muss einfach nachmachen, das, was die anderen machen. Ich habe meine Augen zugetan und nachher habe ich mich auch so verneigt. Aber ich habe ganz aufmerksam zugelassen, was gesagt wird. Weil normalerweise ist es so, wenn wir im Iran beten, dann beten wir in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Und darum bin ich es nicht gewohnt, um das Gebet zu verstehen. Und ich war auch schon in der orthodoxen Kirche und dort wird auch Kirchenslawisch geredet. Das ist eine Sprache, die ich auch nicht verstehe. Aber der Pastor, der hat einfach auf Bulgarisch gebetet, sodass ich jedes Wort habe verstanden. Und nachher habe ich gespürt, wie seine Stimme näher an mich kommt. Und auf einmal habe ich gespürt, wie seine Hand auf meinem Kopf war und wie er hat für mich gebetet. Und in dem Moment ist etwas ganz Besonderes passiert in mir, weil in meinem Herz habe ich nach etwas gesucht. Er hat Jesus darum gebeten, dass er hilft, dass mein Herz aufgeht.
In seinem Gebet hat er gesagt, dass wir die sind, die eigentlich verloren sind ohne ihn, und dass wir wie Schafe sind, die umherirren. Und ich war benebelt, aber ich habe gespürt, in dem Moment, wo er seine Hand auf meinen Kopf gelegt hat, da ist wie eine Kraft in mich hineingekommen. Das ist ein Erlebnis, das ich nicht kennt. Ein außergewöhnliches Erlebnis, aber es hat ja auch nicht alles verändert. Also hast du nachher eigentlich weitergemacht wie vorher? Also schon am nächsten Tag habe ich wieder Drogen genommen und ich habe weiter meine Drogen verkauft im Gefängnis. Ein anderes wichtiges Erlebnis, das dann ein bisschen später passiert ist, ist, dass du zu deiner Bibel gekommen bist. Du hast sie auch mitgebracht. Ein Iraner hat die mitgenommen, weil er gehofft hat, so ein bisschen bessere Bedingungen rauszuschlagen, und du hast sie ihm dann abschwätzen können. Was bedeutet das, oder was hat das für dich bedeutet, so eine Bibel in deiner Muttersprache zu haben? Das ist etwas sehr Interessantes, und ich wollte euch sagen, wie das die Moslems eigentlich die Christen sehen. Die Moslems meinen, sie sind das letzte Modell. Sie meinen, sie sind das iPhone 12. Also hat alle Funktionen. Und sie schauen auf die Christen, wie sie Samsung, aber Secondhand und schon mit einem gebrochenen Display sind. Und bei den Juden da sagen sie, die sind wie Alcatel, wo man noch die Knöpfe muss drücken muss. Und er gesagt hat, er habe eine Bibel, da habe ich gedacht, wow, das ist in meiner Muttersprache. Und nachher habe ich gedacht, wow, das ist, wie wenn ich bis jetzt nur mit meinem alten Samsung wäre umeinander gewesen, und jetzt hätte ich ein iPhone 12. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt werde ich herausfinden, welche Funktionen da fehlen. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Ja. Du sagst ja, dass die Geschichten sehr persönlich zu dir geredet haben, dass du vieles da drin genommen hast. Was sind so Stellen in dem Moment, wo du gesagt hast, hey, da ist wieder mal etwas passiert? Ich habe angefangen zu lesen, und nachher bin ich bis zur Apostelgeschichte gekommen. Und als ich die Apostelgeschichte gelesen habe, ich etwa drei Sachen verstanden. Jesus Christus ist in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist runtergekommen und die Gemeinde hat angefangen zu wachsen. Aber als ich bis zum 9. Kapitel gekommen, habe ich jemanden getroffen. Jemand, der eigentlich ein grösserer Verbrecher war als ich selber. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwei Mörder, aber ich habe jemanden umgebracht, der von der Untergrundwelt war. Aber von diesem Mann habe ich gelesen, er hatte den Auftrag gehabt, um die Christen zu töten, und es waren liebe Leute, und er hat alle Christen getötet auf dem Weg auf Damaskus. Und im 9. Kapitel von der Apostelgeschichte wird erklärt, wie der Saulus Jesus Christus begegnet. Für mich war es sehr interessant, weil ich dachte, wow, jetzt, wenn Jesus ihm begegnet, dann wird er ihn sicher in vier Stück teilen. Alte Religion so war, wenn jemand sie hätte getraut, um etwas gegen Gott unternehmen, dann hätte man ihn sofort umgebracht, man hätte ihn geköpft. Aber da haben wir etwas anderes gesehen, wo Jesus ist im Saulus erschienen durch das Licht. Auf das Mal ist der Saulus blind geworden. Auf der Wettbewerb, Jesus auf sein Nachher im 9. Kapitel wird erzählt, wie dass Jesus ist im Traum einem Ananias erschienen ist. Und der große Traum war, wo der Ananias hatte, hat Jesus ihm gesagt, er soll hergehen zum Saulus, die Hände auf ihn legen. Und der Ananias einen Traum hatte von Jesus, hat er Angst gehabt, und er hat gesagt, wo schickst du mich her? Jesus там казва одну ключову думу. Aber Jesus hat ein Schlüsselwort gesagt.
Und Jesus hat es extra wegen mir gesagt, weil ich bin den Krieg gezogen gegen den Irak und ich bin bereit gewesen zum Sterben. Aber Jesus hat zu Ananias gesagt, geh her, tu die Hände auflegen und er wird ein spezielles Werkzeug sein in meinen Händen. Und er wird dazu beitragen, dass mein Name in die Völker hineinkommt und auch zu den Königen. Und das hat nachher bei mir alles wie zu einem Blackout geführt. Da wird gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, und mit dem Herz glaubst, dass er von den Toten auferweckt wurde, dann bist du schon gerettet. Und vorher habe ich immer gedacht, dass ich mindestens 20 Kühe muss finden und die opfern für meine Sünde und dass die Kühe müssen mindestens so gross sein wie der Sau, wo wir jetzt drin sind. Und dass vielleicht nachher wegen dem Opfer Gott ein bisschen wohlgefallen finden wir. Aber ich habe begriffen, das geht nicht. Für mich hat es keine Vergebung gehabt. Du bist ja gewöhnt gewesen, auch davor zu laufen oder eben Lösungen zu finden. Und irgendwann hast du dich aber entschieden zu sagen, ich gehe den schwierigen Weg, loszuwerden von den Drogen, auch dein Leben zu verändern. Was hat dir die Kraft gegeben, dass du nicht wieder eben zurück in alte Verhaltensmuster rein? Ich komme euch sagen, ich gehe häufig in Gemeinden, ich werde eingeladen und die Leute schauen mir an und sie denken, ich bin irgendwie der grosse Ali. Ich wollte euch sagen, ich bin nicht der, der etwas Grosses gemacht hat und ich habe nichts Grosses vollbracht. Ich habe einfach den Boden erreicht. Es ist nicht anders gegangen. Es hat keine Tür gehabt, keinen Ausweg. Ich werde nie vergessen, wie es war, als ich die ganze Bibel durchgelesen habe. Es war halb drei, am Morgen, mitten in der Nacht, dort in der Haft. Можете представить, тот затвор из Биагалца, у меня фанальцы на границе, с нового преступления, сам в арест, влизал в затвор. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe es geschafft, um aus der Haft zu fliehen. Nachher bin ich schon an der Grenze gewesen, dann haben sie mich an der Grenze verhaftet, dann haben sie mich wieder in Haft geschickt. Und ich war 43 gewesen. Und ich habe nachher gedacht, jetzt werde ich tatsächlich im Gefängnis sterben. Und dann, als ich die Bibel durchgelesen habe, habe ich gedacht, Jesus hat zu mir geredet durch sein Wort. Hey, du hast den Boden erreicht. Der Mohammed kann dir nicht helfen. Deine Mutter, dein Vater können dir nicht helfen. Das Geld und dein Verstand, deine Kraft, die können dir nicht helfen. Aber ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn du die Türe aufmachst, dann wird ich reinkommen und ich werde dir helfen. Weil ich habe den Preis gezahlt für deine Sünde. Ich habe keine andere Tür gesehen. Es hat keinen anderen Ausweg gehabt. Niemand war da, der mir hätte helfen können. Und die einzige Hand, die ausgestreckt war zu mir, das war seine Hand. Und nachher bin ich sofort auf die Knie und ich habe Buße da. Ja. Jetzt hast du ja wie ein neues Leben geschenkt bekommen. Was an diesem neuen Leben schätzt du oder ist dir besonders wichtig, vielleicht auch Gott, weil du es vorher nicht gekannt hast, oder? Ich habe so viel Gutes von Gott bekommen.
Aber zuerst ist meine Familie und meine Kinder. Und ich habe es nie erlebt, die Liebe zwischen meinem Vater und den Kindern. Und jetzt darf ich es erleben. Das ist etwas, was ich vorher nie erfahren hatte. Wo mein erster Sohn ist auf die Welt kam, haben sie mich gerade gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Und der war so ein Stückchen Fleisch. Excuse. Er hat nicht können vor meinen Augen aufwachsen. Und jetzt habe ich noch zwei weitere kleine Kinder und die sehen, was Gott mir geschenkt hat. Jedes Mal, wenn ich auf meine Kinder schaue, denke ich an das Opfer von Jesus. Weil ich habe den Boden erreicht von der Hölle und das war der Platz, der mir wirklich gehört. Und gerade von dort hat Gott mich rausgezogen. Und hat mich nachher gewaschen im Blut von Jesus. Und dann habe ich ein neues Leben bekommen und jetzt habe ich sogar eine Familie. Ich habe noch Hoffnung in meinem Leben, er hat mir Hoffnung gegeben. Deine Geschichte ist ein riesiges Zeugnis für die Menschen, die auf der Suche sind, für Menschen, die, wie du sagst, eben die Liebe suchen, die Sicherheit, die Annahme suchen. Und dein grosser Wunsch, ein Werkzeug in den Händen von Gott sein, hat sich jetzt wieder erfüllt, aber auf eine andere Art und Weise als vorher. Du engagierst dich sehr stark jetzt in Bulgarien mit Leuten, die auf der Flucht sind. Und wir schauen ganz schnell drin rein, wie das so aussieht, wenn du dort unterwegs bist. Die praktisch ausgedrückte Liebe und Hingabe der Christen an die Flüchtlinge öffnet Herzen. Fliehen und ankommen. In 2 Jahren sind hier bereits über 70 Muslime zum christlichen Glauben gekommen und getauft worden. Du kümmerst dich um Menschen, die in Not sind. Du erzählst ihnen von Jesus, du hilfst ihnen praktisch. Wie kannst du mit deiner Geschichte anderen Menschen helfen und sie ermutigen? Ich gehe auch in die Gefängnis in Bulgarien, Sofia. Ich gehe auch zu den Ausländern, zu den Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Und ich sage zu jedem, hey, los, wenn ich eine Rettung gefunden habe, dann gibt es für dich auch 100% Rettung. Mein altes Leben war erfüllt von dem Hass. Mein Herz ist mit Hass voll. Mein Herz war wie ein Stein. Aber Gott hat all das aus mir rausgenommen und hat mir etwas Gutes gegeben. Demut. Und ich habe die volle Freiheit in ihm gefunden. Und ich ermutige jeden und ich sage, hey, los, wenn das bei mir hat funktioniert, dann wird es auch bei dir der Fall sein. Ich habe noch Christiane, ich habe sehr viele Christen, die in die Gottesdienste gehen, dann gehen sie wieder raus. Aber sie sagen Halleluja nur, solange sie in der Gemeinde sind und fühlen sich wohl. Aber sobald sie aus der Tür rausgehen, nehmen sie die Maske weg und dann ersetzen sie sie mit der anderen Maske, die sie im normalen Leben, im Alltag tragen. Und zu jedem sage ich, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch wenn du rausgehst, dann ist er es immer noch. Und wenn
Und wenn wir das Rad vom Leben erreichen, das er hatte, ich will damit sagen, wenn wir die richtige Liebe, die richtige Sicherheit, die richtige Annahme finden wollen, dann sind wir aufgefordert, um die Bibel zu lesen, aber auch danach zu leben. Ich wünsche euch Gottes Segen. Jetzt haben wir ja viel mit Menschen zu tun, die aus anderen Kulturen da ankommen. Und man sagt ja auch eben, dass Bulgarien das Tor von Asien zu Europa ist. Ist der Ort, wo die Balkanroute, die viel auch in den Medien war, durchführt. Aus deiner Erfahrung, wie kann man so Menschen begegnen? Wie kann man ihnen vielleicht auch ganz konkret helfen? Was erlebst du da? Oder was würdest du auch uns da vielleicht mitgeben? Аз искам да знаете, че днес тук даже началото видях, че въпрос на финансите беше. Für mich ist es sehr interessant, um von euren Finanzen zu hören. И искам да знаете, че тук говорихте за това, че даренията събираме за AVC. Und heute ist schon angekündigt worden, dass AVZ Kollekte überkommt. Niako в България може да тичаме, ако може да даряваме, ако може да помогнем, ако може да печелим сърцето на някой с една малка шоколад или дрехи или нещо. Ich wollte euch sagen, dass wir in Bulgarien dran sind, um wirklich um ein Ansäckle den Leuten helfen und ihnen etwas Praktisches geben, sei es ein Schöckchen oder etwas anderes, was sie wirklich brauchen. Und wir sind in der Lage, das zu machen. Ja. Без AVC, който ни подкрепише, не можеш да правиш. Nur weil uns AVC unterstützt, weil wir der vorderste Front sind. И без вашите помощи, които помогнете и стигне до нас, да го правиме там между беженците и чужденците. Und ohne euch und eure Beteiligung wären wir nie in Lage, um das alles zu machen, dass wir diesen Leuten dienen, diesen Leuten, die aus anderen Ländern kommen und die Flüchtlinge sind. И те са хора, които едва ли се и никой от радост не се избяга от държавата си. Und sie sind auch eigentlich Leute, sie sind normale Menschen und sie haben sich nicht aus dem Staub von ihren Ländern gemacht, weil es ihnen in ihren Ländern so gut gegangen ist. Sie sind die verlorene Seele, die auf der Suche sind. Sie sind die Völker, die Jesus uns auffordert und sagt, machen sie zu Jünger. Und für mich ist es eine riesige Freude zu sehen, wie das ganze Netzwerk funktioniert, weil ihr mitbeteiligt seid an dem, was ich erleben darf und was bei uns passiert. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die kommen auf Europa in der Suche nach einem erfüllten Leben, eben nach Liebe, nach Sicherheit, nach Annahme. Eben, wie erlebt ihr das? Erlebt ihr das auch, dass Menschen das finden? Wisst ihr, die Leute, die aus diesen Ländern kommen, sie wissen nicht, was Liebe heisst. Sie kommen richtig leer. Sie machen sich auf den Weg daher, weil sie die Erfüllung suchen und sie meinen, sie finden sie nachher hier. Und die meisten von ihnen denken, ich muss nur Europa erreichen und dann habe ich die Erfüllung gefunden. Ich gebe euch ein Beispiel. In Bulgarien, unsere Freunde, die aus Iran kamen, Muslimen aus Bulgarien, bin ich vielen Leuten begegnet, die als Moslem von ihren Ländern fliegen, so gerade aus dem Iran, und dann sind sie immer noch Moslem in Bulgarien. Und ich bin ihnen begegnet und nachher habe ich ihnen von meinem Zeugnis erzählt. Und nach dem zweiten oder dritten Treffen haben sie bereits ihr Leben Jesus übergeben und haben ihn als ihren persönlichen Retter angenommen. Dann haben sie gesagt, hey, müssen wir wirklich unsere Reise weiterführen? Wir haben eigentlich das gefunden, was wir finden wollten. Und wisst ihr, ein grosser Teil von diesen Leuten, die gehen nachher zurück in Iran. Sie haben gesagt, wir müssen zurück und das sagen, was wir jetzt hier gefunden haben. Wir wollen den Leuten sagen, wer der Weg ist. Und das nicht auf Europa. Weil die Erfüllung, die finden wir nicht zu Europa. Die Fülle können wir finden, nur durch das Wort Gottes. Толкова може да ви обяснявам само и само, че в момента имаме, има църква, има,
Ich könnte so viel erzählen, aber ich kann nur sagen, wir haben Gemeinden, die gegründet worden sind, an verschiedenen Orten. Wir haben die Hauskreise, die sich treffen, an verschiedenen Orten. Und es ist gewaltig, wie Gott wirkt. Und durch das Zeugnis, das ich ihnen gebe und ihnen sage, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, dann sehen sie, dass Jesus lebt. Amen. Dein Leben, deine Geschichte gibt dir noch so viel mehr, um darüber zu erzählen. Aber es gibt ein Buch von dir, für die, die das lesen wollen. Die können das gerne bestellen. Ali, der Unsterbliche, findet ihr in allen Buchhandlungen. Und ich würde vorschlagen, dass wir den Gottesdienst oder den Teil abschliessen mit der Zeit vom Gebet. Und wir fänden es auch schön, wenn du für uns würdest beten. Natürlich würden wir auch gerne dich und deine Arbeit noch segnen. Asmol bata mi jedno. Ich habe eine Bitte. Всеки един, който гледа и тук или да гледа, да затворим очите ми, да престанем само и само да мислим за присъствието на Бога, да престанем да оставаме да дойде присъствието на Бога. Махте питате unabhängig von dem, ob ihr hier im Saal seid oder ob ihr uns im Livestream zuschaut, und macht die Augen zu und richtet eure Gedanken auf Gott und denkt nur daran, er ist hier und er gehört uns. Оставаме всичките ни притеснения, мисли, които в головата ни. Wir wollen auch unsere Sorgen und all die Gedanken auf die Seite tun, alles, was uns beschäftigt, und unsere Gedanken auf ihn richten. Татко, Vater, Herr, wir kommen zu dir. Und wir kommen so, wie wir sind. Mit der ganzen Last, die wir auf uns tragen. Und wir müssen zugeben, das ist eine Last, die nicht nötig ist. Aber wir schlägen sie mit uns umeinander. Und es ist eine Last, die nicht du uns gibst. Ich bitte dich, hilf uns und befreie uns von dieser Last, die nicht nötig ist, dass wir sie mit uns umtragen. Ich bitte dich für die Leute, die dem Gebet teilnehmen, dass sie ihre Herzen aufmachen für Jesus Christus. Weil Jesus ein Gott ist, der in Demut kam. Und er wird nie jemanden zu etwas zwingen. Und wir wollen offene Herzen haben und die Herr reinkommen, dass du alles aufräumst, so wie es dir passt, und dass du uns veränderst. Dass wir die wahre Liebe dürfen erfahren durch dich und in dir. Der Name von Jesus Christus. Amen. 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 Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Lebensgeschichte von Ali, dass du sein Leben geführt und geleitet hast, auch durch die schwierigsten, tiefsten Täler durch, und dass du ihm ein neues Leben geschenkt hast, voll mit dem, was er sich gewünscht hat, tief in ihrem Herz, in seinem Herz, voll von Liebe, voll von Sicherheit, voll von Annahme. Wir danken dir dafür, für all das, was er investiert, auch in die Menschen, wo er sein Leben hingibt, dass andere dich kennenlernen können, dass anderen Menschen gut gehen kann, obwohl sie in schwierigen Umständen sind. Und wir beten, dass Chile für dich, für die Arbeit, die du tust, die ihr tut, vor allem in Bulgarien und in diesen Ländern, in der Region, dass ihr dürft sehen, wie Gott euch zur Seite steht in allem, was ihr tut, dass ihr dürft gesegnet sein mit allem, was ihr braucht. Einerseits Versorgung an den nötigen Gütern, aber andererseits auch immer wieder neu mit dieser Kraft und mit dieser Gegenwart von Gott, wo eben das Herz der Menschen anfängt zu verändern. Und wir segnen dich, dass die Arbeit, die du tust, möge reiche Frucht bringen. Dass es vielleicht einzelne Menschen sind, die du begegnest und siehst, aber dass aus ihrem Leben in sich anfängt passiert, sich anfängt multiplizieren, so wie du das erlebt hast. Und dass wir sehen dürfen, wieso Menschen von dieser Botschaft hören können, die das vorher noch nie mitbekommen haben, dass ihr Herz verändert werden darf, dass sie finden dürfen, was sie tief in ihren Seelen suchen. Amen.